So Leute, ich bin's mal wieder, euer Flastvi, zurück bei Kingdom Hearts 2. Im letzten Part haben wir endlich Sora erwecken können. Roxas existiert jetzt erstmal nicht mehr. Und wir sollen jetzt zu einem Typen in schwarzer Kutte gehen, der uns gesucht hat. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war der am Bahnhof oder wollte der am Bahnhof auf uns warten. Dann schauen wir doch mal dorthin, würde ich sagen. Den Bahnhof kennen wir ja, die Anhöhe hinauf und dann noch weiter hinauf, einfach die Anhöhe komplett hinauf und dann finden wir den mysteriösen Kerl in schwarzer Kutte, wovon ich auch genau weiß, wer es sein wird. Aber scheinbar ist erstmal ein Kampf gefragt, bevor wir den Typen finden können. Das ist okay, denke ich. Können wir ja mal machen. Das ist doch okay. Und das ist schon wieder viel zu laut, merke ich gerade, aber es macht nichts. Halb so wild. Und wir haben ein Level erreicht. Das ist doch schon mal schön. Ist doch schon mal was Schönes. Und wir haben sogar den, ach ja, wir haben ja im letzten Part Analyse freigeschalten. Und ich glaube, ich mache gleich meinen Ton mal etwas leiser, weil es stört mich doch schon etwas, wenn der Ton zu laut ist. Mach ich gleich in der nächsten Cutscene am besten. Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan. Boah, ist das gerade laut. Ich hasse es, wenn das Spiel so laut ist und ich mich selber nicht mehr hören kann. Ich hasse es. Warum muss das immer so sein am Anfang des Parts? Warum stelle ich das nicht früher ein? Ich denke da mal nicht dran irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, weil ich denke, das Spiel ist noch leise genug eingestellt, aber dann ist das gar nicht. Und dann ist Kacke, ne? Achso, da ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn hier noch? Wo sind denn hier noch böse, böse Wesen? Diese scheiß Niemande. Ich mag sie nicht, aber sind schon interessante Gegner auf jeden Fall. Und ich sag mal so, es werden nicht der einzigen Niemand-Formen bleiben, die wir kennenlernen. Es kommen noch sehr, sehr viele Niemande. Auch mit Charakterzügen. Ja, Niemande mit Charakterzügen. Wer das mal gehört hat, das ist doch ein schöner Begriff. Niemande mit Emotionen und Gefühlen und mit Charakterzügen. Wer hätte das jemand gedacht, dass du niemand, also du, der mir gerade zuschaut, nein, du bist kein Niemand, du bist etwas. Du bist ein toller Kerl. Steigt in den Zug und verlasst die Stadt. Der Zug weiß, wohin es geht. Hier. Eure Majestät! Der König? War das wirklich der König? Ich denke schon. Nein, ich bin mir sicher. Danke, dass ihr mal so tut. Der König blieb im Reich der Dunkelheit zurück, stimmt's? Genau. Aber wir haben ihn gerade gesehen. Ja. Und wenn der König hier ist, dann ist es Rico bestimmt auch. So wird es sein. Also, ich gehe Rico suchen. Dann können er und ich zur Insel zurück. Zur Insel, auf der Kairi auf uns wartet. Was macht ihr beiden jetzt? Oh. Donnerwetter, Sora, das fragst du noch? Hey, was gibt's da zu lachen? Eure Gesichter. Na, was meint ihr? Gehen wir noch einmal zusammen auf große Reise? Super. Und wohin zuerst? Zuerst steigen wir in den Zug. So war's. Na los.
Taler Beute, vom König haltener Beute. Überraschenderweise befinden sich darin 5000 Taler. Und was ich sagen wollte, auch du, der denkst, du bist ein Niemand, auch du hast einen Charakterzug. Das wird auch später das Spiel beweisen. Jeder Mensch oder jedes Lebewesen hat einen Charakterzug, okay? Und einen tollen wahrscheinlich sogar. Es gibt auch böse, aber Jugo ist bestimmt zu den tollen, wenn du mich abonnierst. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall machen wir jetzt einfach mal weiter und gehen mit Donald und Goofy auf ein Abenteuer. Yay! Kristall, ein wunderschöner Kristall, er funkelt und strahlt, wenn man ihn gegen das Sonnenlicht hält. Geheimer Anselm-Bericht 2. Ein Bericht von Anselm dem Weisen verfasst. Kann in Jimnys Tagebuch eingesehen werden? Wartet! Hä? Hey, Sora. Was gibt's? Eigentlich nichts, aber... Wir wollten euch verabschieden. Irgendwie hatten wir das Gefühl, das müsse sein. Oh. Echt? Danke. Ihr beeilt euch besser mit den Fahrkarten. Okay. Was ist denn? Die sind ja gleich. Ja. Drei Fahrkarten, bitte. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Stadt nicht mehr wiedersehen. Warum nicht? Du grübelst zu viel. Ja, du hast recht. Oh, das ist voll traurig eigentlich. Ich spreche nochmal mit allen hier. Tut mir leid, dass ich vorhin so abweisend war. Mich hat die ganze Zeit etwas beschäftigt. Wir sehen uns vielleicht für eine Weile nicht. Passt gut auf euch auf, ja? Selbstverständlich machen wir das, Heiner. Was hat Olette zu sagen? Sora, wegen eures Beutels. Ach, nicht so wichtig. Besucht uns bald mal wieder, ja? Ihr findet uns an unserem Treffpunkt. Ach ja. Seltsam. Wir hatten plötzlich das Gefühl, wir müssten euch unbedingt verabschieden. Es ist fast so, als würden wir jetzt jemanden auf Wiedersehen sagen, den wir gerade erst nach langer Zeit einmal wiedergesehen haben. Ach ja. Es ist soweit, unser Abenteuer kann beginnen. Wenn du hier noch was erledigen willst, nur zu, jetzt ist die letzte Gelegenheit. Und du noch? Das wird eine lange Reise, du bereitest dich besser gut vor. Noch nicht. Ich hab nämlich noch die Truhen da gesehen und dann die möchte ich ganz gerne noch an. Ich meine, die Truhen können wir uns ja noch gönnen. Nicht wahr? Einmal Hyperhutschen. Und was haben wir hier? Wahrscheinlich das gleiche. Oh, ein Zelt. Okay. Ist auch mal interessant. Ich werde auch nochmal upsaven. Upsaven kann ja nie schaden, ne? Upsavia Naidun. Oh Gott, war das scheiße. Entschuldigung. So. Und einmal dort bitte hinspeichern. Vielen Dank. Und dann können wir wieder raus hier. Und dann steigen wir jetzt auch so langsam in den Zug. Lebewohl, Twilight Tom, würde ich sagen. Der Einstieg ist auf der anderen Seite. Das hast du sehr gut erfasst. Denn Donald möchte jetzt, dass wir auch dort reingehen. Ab an Bord. Auf geht's! Auf Wiedersehen, Twilight Town. Los, auf geht's! Wiedersehen! Hey, Sora! Bist du sicher, dass wir uns nicht kennen? Absolut! Wieso fragst du? Ach, nur so. Bist du in Ordnung? Ja, weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Reiß dich zusammen. Klar, bis bald.
Wisst ihr, ich... bin traurig. Willkommen bald wieder. Ja, besuchen wir Heiner und die anderen bald wieder. Und weg ist er. Ach ja, ich liebe Kingdom Hearts auch allein schon für seine verdammt emotionale und traurige Seite auch ein bisschen und diese gewisse Menschlichkeit, die in dem Spiel vorhanden ist. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Also dieses Spiel ist so toll für meiner Meinung nach. Also ist mein absolutes Lieblingsspiel wirklich. Wir sind in den Zug gestiegen und hergekommen, wie der König es gesagt hat. Irgendetwas ist seltsam an diesem Ort. Wo sind wir hier bloß? Wer weiß. Poachen können wir mal mitnehmen. Jemand ist am Eingang des Gebäudes. Abenteuerregel Nummer 17. Informationen sammeln. Sehr recht, Goofy, sehr recht. Wir versuchen auch alle Truhen mitzunehmen, die wir so finden. Ich schätze mal, ich werde nicht alle finden, aber vielleicht suche ich die irgendwann offscreen nochmal zusammen. Ich wollte das Spiel eigentlich irgendwann mal zu 100% machen. Aber das ist an sich langweilig. Was machst du da? Ich habe ein paar meiner Lakaien reingeschickt, die rausfinden sollen, ob der Herr dieses Turms wirklich so viel drauf hat, wie man sagt. Es heißt, er sei ein mächtiger Zauberer. Damit wäre er der perfekte Leibwächter für mich. Ganz egal, wie stark er ist, sobald er ein Herzloser ist, tut er, was ich sage. Ein Herzloser? Ganz recht. Das sind die, die aus der Dunkelheit in den Herzen der Menschen geboren werden. Und mit den ganzen Herzlosen unter ihrem Kommando kann die Hexe Malefiz alles und jeden unterwerfen. Und da ich der guten Malefiz etwas schulde, bereise ich allerlei Welten und stelle eine Armee von Herzlosen zusammen. Extra für sie. Kapiert? Dann verschwindet. Warum erzähle ich euch Zwergen das alles? Ich bin auch so schon spät dran. Du solltest lieber was Netteres tun. Oh, sagt wer? Ihr zwei? Hallo? Was habt ihr zwei Nasen hier zu suchen? Was machst du denn hier? Ihr kennt ihn? Na und ob? Carlo war schon immer ein Unruhestifter. Seine Majestät hat ihn vor langer Zeit in eine andere Dimension verbannt. Wie konnte er bloß entkommen? Dann sperr mal die Schlappohren auf. Also, Malefiz hat mich befreit. Jawohl, und jetzt schnapp ich mir eure Welt. Ach was, gleich alle Welten da draußen. Und dann werde ich herrschen. Denn Malefiz hilft mir dabei, sie zu erobern. Malefiz, hm? Was gibt's da zu lachen? Malefiz macht es so groß, dass... Hier gibt's nicht mehr. Hä? Pech für dich, Malefiz kann dir nicht mehr helfen. Was soll das heißen? Ihr drei, das geht doch auf euer Konto. Nun, das könnte schon sein, ja. Herzlose, kommt raus! Besiege alle Herzlosen. Ach ja, ich liebe den Humor von dem Spiel, muss ich auch noch dazu erwähnen.
Ah, wie schön, Kater Carlo, dieser alte Dumpfbacke. Ach, ich mag den irgendwie, auch wenn er total dumm ist, aber ich mag ihn. Und ich finde Soras Humor so lustig teilweise, also einfach dieses kindliche und leichtsinnige, so nach dem Motto, ja, das war ich halt. Pech, Pech gehabt, mein Freund. Hast du das selber schuld? Was gehst du auch zu so einer, weißt du? So nach dem Motto. Na wartet! Niemand, wirklich niemand legt sich mit dem mächtigen Carlo an! Sag mal, mächtiger Carlo, wer lebt eigentlich in diesem Turm? Was? Das weißt du nicht? Na, der alte Jens Sid, aber der ist inzwischen sicher schon zu einem Herzlosen geworden. Meister Jens Sid lebt hier? Jens Sid ist der Lehrmeister des Königs. Wow, klingt sehr mächtig. Ah, wie schön. Ah, ich liebe den Humor einfach nur. Der Humor von dem Spiel ist großartig. Da sollten wir nicht hin, solange Carlo dort ist. Alles klar, dann lassen wir es mal lieber sein. Aber wir können mal abspeichern. Abspeichern kann nie schaden. Ach, herrlich. Ah, ich liebe den Humor. Ich liebe ihn. Schön. Ah, es ist eine schöne Sache, wieder mit Sora zu spielen und endlich wieder hier einzutauchen in das Universum von verschiedenen Disney-Welten. Aber nun geht es erstmal zu Meister Jens Hit. Mal sehen, was dort oben auf uns erwartet, hinter der schwebenden Treppe. Ah, erstmal ein paar Herzlose, aber das sind alles nur Waschlappen, die Herzlosen, die wir hier treffen momentan noch. Ist alles kein Problem für uns. Da sind die Niemande um einige stärker sogar. Aber nun geht es, glaube ich, zu Meister Jens Hit wirklich, oder? Ja. Aber vorher erstmal noch alle Herzlosen besiegen, alles klar. Wusste nicht mehr, aber ist ja nicht so wild, das kriegen wir doch in 0, nix hin. Oder etwa nicht, doch, das kriegen wir hin. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass da kein größeres Risiko mit verbunden ist, weil klar war ich ja eigentlich, dass wir das alles locker flockig hinbekommen, auch wenn es ein paar mehrere sind. An Herzlosen, die kriegen wir alle locker flockig down. Ach ja, ich mag das Wort locker flockig, weiß zwar nicht warum, aber irgendwie ist es putzig. Aber auch cool. Locker flockig, weißt du? Einfach mal so locker flockig Gegner klatschen. Ah, ich freue mich so, wenn wir endlich in die kompletten Disney-Welten eindringen können und andere Charaktere treffen. Darauf freue ich mich immer am meisten. Also ich freue mich am meisten darauf, auf diese verschiedenen Charaktere, mit denen Sora einfach interagiert. Gehen wir da durch. Es geht ja noch weiter nach oben, wusste ich gar nicht mehr. Ich dachte, das wäre schon gewesen, aber es geht weiter nach oben, oh mein Gott. Oh, scheiß Treppen. Gott, oh Gott, die hasse ich auch in meiner Schule, die verdammten Treppen. Boah, stell dir mal vor, du müsstest hier wirklich hochgehen und jede Stufe einzeln nehmen. Also wirklich, wenn du das normal laufen würdest, dann kannst du ja nicht so einfach wie Sora das Ganze quasi hochlaufen. Beziehungsweise kannst du schon, aber du musst ja trotzdem so eine treppenförmige Bewegung machen. Naja, egal. Oh, immer noch nicht bei Meister Jens Sid. Ich dachte, so langsam kommt er mal, aber nein, hier ist aber mein stärkerer Herzloser, der hat auch einen bestimmten Namen, aber der fällt mir nicht ein. Diese vier hier heißen übrigens Schattenlorche, die ganz kleinen Viecher. Und das sind halt diese Standard Kingdom Hearts Gegner, die kommen in jedem Teil vor. Die eigentlich auch, ja, die kommen auch in jedem Teil vor, bis auf, glaube ich, bis bei Sleep, weil da sind es ja komplett andere Gegner. Oder kommen die noch irgendwo nicht vor? Ne, ich glaube, die kommen in jedem Teil vor. Diese kleinen Viecher hier, also diese Rüstungsviecher, die auch irgendeinen Namen haben, der mir nicht einfällt, spontan. Sorry, aber macht ja nichts. Und alle besiegt. Juhu! Na, ein Glück, dass wir wieder da sind. Dann herrscht in den Welten also gar kein Frieden?
Scheinbar nicht mehr, leider. Aber naja, was soll's. Da oben ist jetzt aber die endgültige Tür, oder? Bitte, danke. Das wird sie sein. Die wird noch einmal extra beschützt und das ist dann die endgültige Tür. Wenn sie es nicht ist, dann bin ich traurig. Dann bin ich wirklich sad. Nein, bin ich nicht, aber trotzdem erst. Wäre ein bisschen blöd. Wäre es nicht die letzte Tür, weil ich hoffe, dass ich nach Yanzhid, diesem Raum mit Yanzhid, nochmal speichern kann, weil dann wird wahrscheinlich der Part auch beendet werden. Auf jeden Fall gehen wir rein jetzt. Du also bist Sora. Sagt, habt ihr denn den König schon getroffen? Ja, das haben wir, Meister, aber wir hatten kaum Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Ja, der König ist in letzter Zeit überaus beschäftigt. Daher obliegt jetzt mir die verantwortungsvolle Aufgabe, euch drei in allem zu unterweisen. Vor euch liegt eine gefahrenvolle Reise. Da gilt es, gut vorbereitet zu sein. Heißt das, wir müssen wieder eine Reise antreten? Ich hatte vor, meinen Freund Riku zu finden, damit wir zu den Inseln zurückkehren können. Sicher, ich weiß. Aber alles auf eurer Reise, Sora, ist miteinander verwoben. Ob du deinen Weg zurück zu den Inseln findest, ob du allein oder mit deinem Freund zurückkehrst und ob die Inseln noch da sein werden oder nicht, der Schlüssel zu alledem bist du, Sora. Ich bin... Der Schlüssel? Auserwählter Träger des Schlüsselschwerts. Du bist der Schlüssel, der die Tür zum Licht öffnen wird. Dieses Buch enthält wertvolles Wissen für eure Reise. Studiere es sorgfältig. Sobald du fertig bist, sprechen wir über die Feinde, auf die ihr treffen werdet. Ei, Karamba, das gleich zu lesen wird ja lustig. Aber erstmal öffnen wir diese Truhe hier. Und haben eine Karte erhalten, das ist doch schön. Eine Karte vom Turm. Wer das nicht mag, dem weiß ich auch nicht mehr zu helfen. In diesem Buch sind mächtige Zaubersprüche niedergeschrieben. Lesen wir erstmal das Buch hier vorne. Welches Kapitel willst du lesen? Der Anfang. Der Anfang. Jede Reise ermöglicht neue Begegnungen und jede Begegnung führt zu einem Abschied. Wenn ein Abschied wiederum in eine Reise mündet, öffnen die Welten ihre Herzen. Erwählt vom Licht oder verführt von der Dunkelheit. Freunde, die die gleichen Bande verbinden, obwohl ihre Wege sie woanders hinführen. Wenn du an dem Weg zweifelst, den du bisher beschritten, wenn die Hand, die du hieltst, verloren scheint, blicke erneut auf das Herz, das einmal war, denn es hält alle Antworten bereit. Das war toll. Und das Zwischenspiel. Zwischenspiel. Ein langer Traum, ein trauriger Abschied liegt in der Luft, in dieser Zwischenwelt. Was ist die Wirklichkeit, was ist Illusion? Der Weg, den der Junge eingeschlagen hat, führt zu seiner Erinnerung. Bist du gefangen im Fluss der Tage und Nächte, die vergehen, blick erneut auf deine Schritte. Dann wird all die Verwirrung ein Ende haben. Okay. Und was haben wir jetzt noch? Die Zukunft haben wir noch. Die Zukunft, oh mein Gott. Die Zukunft. Kommt der Tag, an dem dieser Kampf geboren aus Verwirrung enden wird? Für ihn wird das etwas anderes bedeuten. Kann die Wirklichkeit das sein, was verborgen liegt?
Der Grund ist die bloße Existenz und doch, Erinnerung kann man trauen. Keine Angst, vertraue deinem Körper, den sanften Schwingungen deiner Erinnerung an. Schon bald wird deine flüchtige Rast vorbei sein und alles wird beginnen. Okay. Mit ihm rede ich gleich. Ich werde erstmal Sachen lesen und dann werde ich wahrscheinlich den Part erstmal vorzeitig beenden. Oder halt beenden so langsam, weil bestimmte Dinge, bestimmte Zeitlimits hat der Part bald erreicht. Er wird den Schaden, den ein Combo-Abschlussangriff verursacht, proportional zu der... Oh, das klingt jetzt nicht scheiße, aber das kann ich scheinbar nicht ausrüsten, warum auch immer. Achso, weil ich... Ah, okay, ich hab's verstanden, ich hab nicht genug Abilities. Ist okay. Oder Ability Points. Ah, das könnte AP heißen, Ability Points. So, gucken wir mal in die Truhe, was haben wir denn da ein tolles Neues? Wir haben einen Talerbeutel, einen Mithrisplitter, einen Kristall und ein Zelt. Das war alles sehr schön. Und dann gucken wir mal in Jiminis Tagebuch. Wisst ihr was? Ich werde euch mal die Möglichkeit geben, die ganzen Charakterberichte zu lesen. So. Dann haben wir hier bei Donald ein bisschen was. Ja, müsst ihr mal ein bisschen auf Pause drücken, wenn ihr das lesen wollt. Also ich werde es jetzt alles nicht vorlesen. Wenn ihr das möchtet, dann tut es. Tut euch keinen Zwang an. Ich werde euch nicht dran hindern. Einmal Warteschleifenmusik, warum auch immer die FPS-Anzahl sinkt, wenn ich runtergehe hier. Check ich gerade nicht, aber soll mir recht sein. Solange das nicht im Spiel drin passiert, ist das für mich in Ordnung. Komisch, das ist doch gar keine schwere Anzeige eigentlich. Check ich nicht so ganz, aber soll mir egal sein. Vielleicht wurden dafür extra Dinge rausgenommen oder so. So, ich hoffe, das konntet ihr alles lesen. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Der Turm wimmelt nur so von herzlosen Umangekommen, erwartet uns Meister Jens Hit bereits und begrüßt Sora mit den Worten, du bist der Schlüssel, der die Tür zum Licht öffnen wird. Achso. Ja, das werde ich jetzt nicht alles durchlesen hier, ne? Ich werde das mal langsam runterscrollen lassen. Einfach mal ein bisschen lesen hier. Bitteschön, neues Lesefutter für euch. Ich weiß, dass ihr es kaum hättet erwarten können, aber eigentlich steht da nur, was eigentlich alles in den Parts passiert ist oder was in dem, ja, was im Spiel an sich passiert ist. Ist jetzt alles nicht so spannend, kann man aber mal lesen. Eine Nachricht, Zengs Namine. Das ist toll. Das ist ganz hervorragend. Schätze in Twilight Town, da haben wir nur ein paar bekommen tatsächlich. Oh, wir fehlen eine ganze Menge eigentlich, aber das macht nichts. Wie gesagt, vielleicht hole ich früher oder später nochmal alle Schätze nach. Ich glaube zwar eher nicht, aber mal sehen. Ja, hier haben wir auch noch die Karten von den Orten jeweils. Und dann, wie die alle zueinander stehen. Ah, König Mickey haben wir auch noch nicht angeguckt hier. Bla 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 bla. Aber ich glaube, da steht immer das Gleiche bei denen hier auf jeden Fall. Ja, bei denen steht das Gleiche. Kairi habt ihr aber noch nicht gelesen. Von daher zeige ich euch das auch mal. Bla 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 bla. Carlo haben wir auch noch nicht angeguckt hier. Oh, doch, Carlo haben wir schon angeguckt, ne? Naja, klar. Und Anselm. Ja, gut. Das soll es, glaube ich, gewesen sein. Da haben wir jetzt alles. Hier ist noch, sind noch Dinge. Nein. Da gucken wir jetzt einfach nur durch. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, um ehrlich zu sein. Ach komm, nee. Komm, das lassen wir jetzt mal sein hier. Ich zeige euch das alles nur so grob. Ich wollte euch ja eigentlich alles zeigen. Ah ja, der Schattenlurch und dann der Klappersoldat. So, zeige ich euch noch die Niemande. Haben wir noch den Kriecher hinzubekommen. Neben dem Dämmerling. Ja, und das war's. Okay. Dann soll es das für diesen Part gewesen sein, in dem ich euch mal alles gezeigt habe quasi. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also von meiner Seite aus heißt es Tschüssikowski, euer Flastivi. Bye bye.